Hallo meine Freunde der Museen und willkommen zurück zu Let's Play Lego City Undercover. Ich bin der Drachenbursche und ich grüße heute in diesem Part Nummer 11, nämlich den Jonas, außerdem den Sascha, ich grüße den Luca und auch noch den Henry. Auf Wiedersehen, der Herr. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ja, war spannend. Hab mir im Museumsladen diesen tollen Druck gekauft. Oh, man könnte meinen, es ist das Original. Ja, könnte man. Okay, ich muss los. Wusste gar nicht, dass der Laden Drucke verkauft. Tja, möglicherweise ist das auch geklaut. Aber das ist natürlich sehr unwahrscheinlich. Hey du, stopp! Dich kenne ich! Du bist der Kopf von damals! Ah! Wow, das war ja wieder ganze Arbeit, Chase. Naja. Ich will nur reden. Okay. Eine Verfolgungsjagd mit Autos. So mag ich das doch. So, wir machen mal unser Nitro an, damit wir den auch kriegen da vorne. Oh, richtig schöner Crash von der Seite. Jawohl. Oh, der hat auch Nitro, verdammt. Na, den kriegen wir aber auch so. Verdammt, der hat viele Nitro. Wir sind in den Windschatten fahren, dann lädt sich unser Nitro-Ständer auf. Nee, das ist nicht. Das ist nur eine Frage der Zeit. Oh, der ist aber echt schnell, der Wagen, den der hat. Da kommen wir gar nicht so leicht ran. Da müssen wir echt unseren kompletten Nitro-Vorrat hier aufladen, um an den ranzukommen. Haha, aber fahren kann trotzdem nicht so gut. Nicht so gut wie wir. So, einmal haben wir schon gecrashed. Ah, der kommt uns nicht. Einmal müssen wir ihn noch crashen. Ja. Sehr gut. Was zur Hölle? So, mein Freund. Nicht abhauen. Sei froh, dass ich dich überfahren habe. Nein, nein, nein. Nicht zur Notrufsäule. So. Verhaftet. Ach Mann, wieso verhaftest du immer mich? Du warst auf dem Weg zu Chans Gang. Das ist doch aber nicht strafbar. Mann, oh Mann, ich will dir ja nicht deinen Job erklären. Aber wenn du mich schon verhaften willst, dann doch lieber für das Bild, das ich geklaut habe. Du Depp. Hä? Ach, Scheibenkleister. Danke, Bucky. Okay, wird Zeit für das Vorstellungsgespräch. Oh, ich wollte den roten Wagen da hinten. Der sah so cool aus. Aber leider ist er schon wieder weg gewesen. Oh. Na gut. Dann werden wir mal weiter hier unserem Vorstellungsgespräch frönen. Ach, die Karte zeigt... Ach, ich hab mich schon gewundert. Und die Karte links unten hat irgendwie sowas Komisches angezeigt, aber jetzt passt das schon. Oh, da kann man bestimmt durchspringen. Oder? Nein, kann man nicht. Nicht, wenn man fährt wie ich. Dann kann man da nicht durchspringen. Da brauchen wir noch ein bisschen mehr Anlauf, um da durchzukommen. Hier vielleicht runter? Ja, doch. Hier kriegen wir unseren Anlauf auf jeden Fall. Nein! War doch nicht so clever. Aber schickes Auto, was wir hier haben. Da kann man nichts gegen sagen. So, Vorsicht, aus dem Weg, Polizei, tüt, Polizei, Achtung, Obacht, lassen Sie uns durch. Schön, einen Spartaner haben wir freigeschaltet. Warum haben wir gleich eine, warum haben wir einen Spartaner? Wir haben eine Spartaner, umso besser. Und jetzt auch noch in die Einkaufsmauer mit dem Auto, Vorsicht, aus dem Weg, tut mir leid, wollte ich gar nicht, wollte ich nicht. Da oben hängt noch irgendwas. Und wie kommen wir da oben hin? Vielleicht indem wir das hier kaputt machen und es wieder zusammenbauen? Ja. So kommen wir da hin. So, einmal hier entlanghangeln und dann schalten wir auch schon James Curry frei. Sehr gut. Der ist beim Inder bestimmt sehr beliebt. Und scharf sieht er natürlich auch aus. Egal. Der Wagen hat einen Spoiler. Ich will den Wagen mit Spoiler. Lass mich vorbei. Dankeschön. Hab ihn sogar zum Cabrio gemacht. Er hat sogar auch Nitro, auch sehr gut. Wagen mit Nitro ist nämlich immer gleich richtig sympathisch. Ah, oh, wow, der geht echt ab. So, jetzt kommen wir hier auch mit dem passenden Auto natürlich an, wo wir hin müssen. Oh, da vorne ist eine Treppe. Treppe kann man... Ja, da kann man auch springen, sehr gut. Und... Wuhu! Liebe es zu springen. Merkt man gar nicht, glaube ich. Was, da gab es sogar zwei Superbauten, aber wir haben, glaube ich, eh wieder nicht genügend Steine, oder? Wir können es uns zumindest mal anschauen. Kann man da wieder irgendwas zusammenbauen? Irgendein Monster? Irgendeine Rampe oder sowas? Irgendwo muss was... Ah, hier ist was. Was kann man hier bauen? Bögen der Ruhe. Ziemlich teure Ruhe hier. So viel Steine habe ich leider nicht, um mir hier die Ruhe zu erkaufen. Das war wirklich nicht. Muss wohl laut weitergehen. Aber da drin ist zumindest ein Stein, den wir wieder kriegen könnten. Oh, da kann man drauf klettern. So, dann klettern wir da gleich mal da drauf. Auf den Limo-Service. Was zur Hölle war das gerade? Irgendwas ist gerade explodiert. Und ich war es zur Abwechslung mal nicht. Was ist das, was mich gerade noch irritiert hat? Können wir die Limo kaputt machen? Können wir einsteigen? Nee, können wir alles nicht. Gehen wir trotzdem mal hier noch über das Dach rüber. Da brauchen wir wieder irgendwas, was wir nicht haben. Irgendeine Fähigkeit. Aber da können wir noch hochklettern. Vermutlich ist es eh gleich Teil unserer Mission, dass wir hier hochklettern, aber... Ah.
Machen wir das. Ups, ich wollte die Kiste kaputt machen, weil ich vermute, dass wir da noch was zusammenbauen können, wenn wir die Kiste kaputt machen. Nö, wir kommen auch so hier hoch. Umso besser, umso besser. Dann einmal hier hoch. Hier zurück. Dann sind wir hier ganz oben. Sind wir der König der Welt oder so. Und dann können wir da wieder runter gleiten. Ah, da kommen wir auf das Dach hier. Schön. Schönes Dach, aber was müssen wir hier machen? Oh, zum Beispiel das hier einsammeln können wir hier oben. Sehr gut. Quentin Spencer haben wir freigeschaltet. Scheint auch ein Polizist zu sein. Okay, hier kommen wir da hoch, kommen wir da hoch. Da kriegen wir wieder diese Sachen, die wir nicht haben. Mir fehlen so viele Fähigkeiten. So, das schießen wir einmal kaputt. Dann gehen wir nochmal hier hoch und dann gehen wir auch gleich zu unserer Mission. Keine Sorge, die Mission machen wir gleich noch. So ist er nicht. Aber gerade sind wir hier so schön am Klettern in Chinatown. Da ist auch wieder der Tee, den wir nicht haben. Kommen wir hier rüber. Achso, wir schaffen es. Trotz Runterfallen schaffen wir es hier noch hoch. Na, Glück gehabt. Ja, doch, hier kann man einiges erkunden auf jeden Fall. Wenn man es mal auf die Dächer hoch schafft. Da sind ein paar Tauben. Die tun uns aber in dem Fall nicht weh. Da sind noch ein paar mehr Tauben. Ach, die kann man hier füttern wahrscheinlich irgendwie. Okay, und wo geht's hier runter? Wow! Okay, man kann hier auf jeden Fall sehr weit springen noch. Oh, und wir können sogar einen Wallrun machen. Ja, Wahnsinn. Ja, man kann hier auf den kompletten Dächern rumlaufen. Das ist cool. Dann kommt man da vorne auch noch drauf. Also wenn da jetzt nicht ab vorne irgendwas Cooles ist, dann weiß ich aber auch nicht weiter. Hier muss irgendwas Cooles noch drauf sein. Auf dem Tempeldach. Vorne ist irgendeine Kanone, aber die können wir auch nicht benutzen. Die haben wir mal in den Trailer gesehen, die Kanone da. Die war auch in dem Trailer zu sehen. Ah, toll. Und jetzt hier oben gar nichts mehr, oder was? Hat sich gar nicht gelohnt, hier hochzulaufen. Schade. Und ist auch noch eins von diesen Dingern, die wir kaputt machen müssen. Verdammt. Was ist das Ding? Das ist ja gerade auf der anderen Seite. Ich werde mal versuchen, auf der anderen Seite wieder rauszukommen aus dem Wasser. Ja, da sieht es sogar nach Leiter aus. Da komme ich wieder raus. Oh Gott, das ist hier echt ein Problem in dem Spiel für mich. Dass ich hier so gerne mal meine Mission vernachlässige, weil ich irgendwas Cooles in der Landschaft rumstehen sehe. So, 2 von 5 haben wir jetzt auch schon. Ist noch nicht ganz so viel, aber ist doch ein guter Anfang, wie ich doch finde. Genau, und diese lustige Kanone können wir leider nicht benutzen. So, jetzt gehen wir auch wirklich zur Mission. Jetzt lassen wir uns von nichts mehr abschrecken, was uns irgendwie abschrecken könnte, diese Mission zu machen. Obwohl, da ist auch noch irgendwas oben drauf. Nein, Drachenbursche, du bleibst stark. Wir bleiben jetzt stark und gehen zur Mission. Na, Steine haben wir eh nicht genügend, um das hier freizuschalten. Aber zumindest haben wir den Superbau entdeckt und können ihn dann mal anders zusammenbauen. Das ist ja das Gute. Wow, richtiger Überholmanöver, die ihr hier macht. Und ups, jetzt sind wir vorbeigefahren. So, jetzt geht's zur nächsten Mission. Du bist der Neue? Yes, Sir. Oh, mir wurde ein Schlägertyp versprochen. Dazu wirkst du fast schon zu seriös. Was? Dann brauchst du wohl eine Brille, alter Mann. Haha, schon besser. Gut, du musst jemanden für mich abholen. Muss ich weit laufen? Mit dem Wagen. Schon klar. Die Person ist Forrest Blackwell. Der Multimilliardär? Genau der. Wird aber nicht ganz einfach werden. Blackwell wird ständig von einer Horde Paparazzi verfolgt. Sie werden versuchen, dir zu folgen. Und das mag Mr. Blackwell gar nicht. Verstanden, kein Problem. Ich bin ein exzellenter Fahrer. Guter Junge. Hol ihn am Blackwell-Turm ab. Und sei freundlich. Er ist unser einziger Kunde. Okay, dürfen wir mit dem Auto dahin fahren oder brauchen wir irgendwie eine Limo? Ne, wir brauchen die Limo. Wäre ja auch komisch, ihn mir damit abzuholen. Ja, ja, ich bin ja schon auf dem Weg. In Geduld, du dich üben musst. Und dann geht's auch los zu Mr. Blackwell. Was? Nur 2 Minuten? Oh, Mann. Auch noch Zeitbeschränkungen. Sowas mag ich ja gar nicht. Karte? Karte, stell dich um. Ich sehe sonst nicht, wo ich fahre. Oh, schon relativ weit zu sein. Schade, dass die Limo kein Nitro hat. Aber cool ist sie trotzdem. Oh, die haben hier auch schöne Sachen hingehängt. Oh, da ist ein Papagei. Hoffentlich ist kein französischer Papagei, sonst kriegt hier Chase gleich wieder ein paar Anfälle. Ja, den GPS-Stats folgen wir, um zu unserer Mission zu kommen. Wir wissen genau, wie es funktioniert. Ah, diese Musik ist auch cool dazu hier. Da fühlt man sich schon wie in der größten Verfolgungsjagd. Kann man einfach mal genießen. Die Spur ist hier nicht dreispurig. Die Spur ist zweispurig und wir fahren zu viert nebeneinander. Das ist Lego City. Den Verkehrsregeln haben sie es hier nicht so genau. Aber ihr seht ja, was die Polizei hier auch für gewöhnlich zusammenfährt. Vorsicht, einmal mit durchlassen. Ich bin auch Polizei, auch wenn man es mir nicht ansieht. Ich bin verdeckter Ermittler. Irgendwo da muss noch Liberty Island sein. Oh, Lego. Dezente Werbung.
Wir haben immer noch 1 Minute und 52 Sekunden. Das sollten wir eigentlich packen. Die Stadt sieht doch echt cool aus, finde ich. Also sehr cool hier. So, weiter nach vorne. Hier noch durch. Ja, ja. Wir sind auf dem Weg. Mal schauen, ob wir hier noch irgendwo Monsters dann machen können. In der Limo sieht das bestimmt witzig aus. Die Musik ist so schön drängend. Da fahren wir auch nochmal drüber, dass wir zumindest das hier und speichern den Superbau. Aber wenn wir ihn gerade nicht bauen können, weil wir doch ein bisschen unter Stress sind. Immerhin, die Limo ist momentan noch in einem Stück. Ich bin schwer begeistert von uns, von unseren Fahrkünsten. Dafür, dass wir hier so schnell unterwegs sein müssen, kann die Limo driften. Ja, wir können sogar driften mit der Limo. Lass uns mal vorbei, 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 vorbei. Und schön. Mr. Blackwell, haben Sie den Skandal schon verkraftet? Wieso lassen Sie niemanden mehr in Ihren Turm? Stimmt es, dass Sie Katzen lieber als Hunde mögen? Ich bitte Sie! Respektieren Sie Mr. Blackwells Privatsphäre! Er will doch nur aus komplett geheimen Gründen, die Sie nichts angehen, zu einem vollkommen mysteriösen Ort. Okay. Dann mal auf zu dem komplett geheimen Ort. Sehr aufmerksam, junger Mann. Ich wünsche eine der letzten Aufführungen des Stücks Der ewig volle Briefkasten im Gillespie-Theater zu besuchen. Ich hoffe, man hat Ihnen von meiner Abneigung gegenüber den Paparazzi berichtet? Jawohl, Sir. Ich werde Sie nach Möglichkeit abschütteln. Ich bin mir bewusst, dass es dafür, nun sagen wir mal, eher unkonventioneller Fahrmethoden bedarf. Könnte etwas ungemütlich werden. Oh, machen Sie sich meinetwegen keine Sorgen. Ich habe den Ritt auf Wüstenschiffen überstanden und viel unbehaglicher für mein Hinterteil kann diese Fahrt jetzt auch nicht werden. Sind Sie denn auch ein Freund der Künste, junger Mann? Es gibt da diese Show im Fernsehen, wo Sie alten Trödel kaufen. Ah, ein wahrer Kenner. Also, darf ich fragen, worum es in dem Stück geht? Behörden, Regulierungen, Bürokratie. Das übliche Leid des Kleinbürgers. Kommt mir bekannt vor. Ach, welche Schande, wenn Dummköpfe einem den Plan vereiteln. Aber was soll man machen? Das Leben geht weiter. Oder man wird verrückt. Ja, genau. Verrückt. Oder man erledigt die Sache hinter dem Rücken der Dummköpfe, ohne dass sie es mitbekommen. Der dritte Weg. Unter uns gesagt, der Weg, den ich bevorzuge. Ich auch. Ich hoffe jedenfalls, Ihnen gefällt das Stück. Danke. Ich gehe davon aus, dass dies meine vorerst letzte Chance sein wird, eins zu sehen. Ich begebe mich bald auf eine lange Reise. Also ich komme hier gar nicht mehr zum Reden, aber ist auch okay. Die Dialoge sind nett gemacht, von daher habe ich da nicht so das Problem mit, wenn ich hier nichts mehr sagen darf. Aber wir haben ja unser Ziel eh schon erreicht, von daher. Ist das die Uhrzeit? Ja, es ist genau die richtige Uhrzeit. Wir schaffen es auch rechtzeitig mit noch 1 Minute Restzeit. Wunderbar. Unsere kleine Reise neigt sich nun dem Ende zu. Warten Sie nicht auf mich. Ich werde auf andere Art nach Hause gelangen. Leben Sie wohl. Auf Wiedersehen, Sir. Na, das hat doch geklappt. Okay, Kontrollpunkt erreicht. Was müssen wir jetzt machen? Wir haben ihn rechtzeitig abgeliefert, auf jeden Fall. Du bist ein wirklich hervorragender Fahrer. Und dein Mangel an Respekt gegenüber der Straßenverkehrsordnung rundet das Bild deines Gangsters ab. Ja. Danke. Ich hasse die Verkehrsordnung. Ich habe so eine Ahnung, dass du genau die Sorte Typ bist, die wir suchen. Schon mal was geklaut? Nein. Also ich wirklich nicht. Ich klaue eigentlich... Ein paar Stifte? Was meine ich? 1000 Stifte. Von einem Kind, das humpelte. Hervorragend. Das verdient eine Beförderung. Begib dich in die Gasse links vom Schrottplatz in Pagoda. Mein Chef wird dort auf dich warten und dir die weiteren Details erklären. Gut. Gut zu wissen. Oh, was haben wir freigeschaltet? Parcours war freigeschaltet. Dann mal auf zu Mr. Chan. Habe ich gerade zufällig hier gesehen, habe ich gedacht, fahre ich doch mal direkt hin. Hier können wir was machen. Okay, absolviere den Parcours-Schräg, bevor die Zeit abläuft, sammle dabei Uhren ein, um die Zeit zu verlängern. Na gut. 2, 1, go, 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 go. Okay, oh Gott. Oh Gott, wie
Die stellen wir uns hier schon wieder an. Oh Gott, auf jeden Fall dramatische Musik, die auch schon wieder abläuft. Schaffen wir das rechtzeitig hier rüber? Wir sind auf einem guten Weg, glaube ich. So, eins, zwei. Ja, das sollte nicht so das Problem werden. Wir sind hier sehr schnell unterwegs. Schaut ja richtig schick aus, was wir hier machen. Ja, das schaffen wir. Das schaut gut aus. 32 Sekunden haben wir noch. Wir sind ja hier Meister des Parcours. Und da müsste auch schon das Ziel sein. Das war leicht. Parcours. 19 Stück. Das Spiel ist so Wahnsinn. Das Spiel hat einfach so viele Sachen, die man hier machen kann. Achso, der bringt auch immer einen goldenen Stein, der Parcours. Okay, dann müssen wir schon mal wie 18 weitere Gold. Oh, da gibt's Fahrräder. Ich will Fahrrad, ich will Fahrrad. Bleib da, bleib da, bleib da, bleib da. Ich will das Fahrrad, ich will das Fahrrad, ich will das Fahrrad, ich will das Fahrrad. Der Esel. Das ist gut. Warst du schon bei meinem Chef? Er ist ein sehr ungeduldiger Mann. Ja, ja, wir fahren ja schon zu deinem Chef. Wir haben auch ein rosa Fahrrad. Damit wird alles gut. Ach, es ist schön, wenn es sogar Fahrräder hier gibt in dem Spiel. Finde ich gut, dass hier alles an Fortbewegungsmitteln gibt. Da ist es noch nicht freigeschaltet. Na dann, fahren wir mal weiter hier durch. Segway! Ich will Segway fahren. Segway fahren, Segway fahren. Bleib da, meiner. Polizeiangelegenheit. Mit so einem bin ich tatsächlich noch nie in meinem Leben gefahren, mit so einem Segway. Der ist gerade mit dem Rasenmäher darum gefahren. Okay, mit dem Segway bin ich echt noch nicht in meinem Leben gefahren. Seid ihr schon mal mit so einem Ding gefahren? Seht ihr immer nur durch die Stadt fahren oder so? Wobei, mittlerweile fahren sie, glaube ich, gar nicht mehr bei uns natürlich die Stadt. Das sieht man jetzt relativ selten wieder. War mal so ein Hype um die Dinger, aber irgendwie sind die dann doch wieder verschwunden. So, hier können wir uns vielleicht eine Teetasse holen. Naja, anscheinend momentan nicht. Tee ist aus. Ah, da haben wir wieder eine Verkleidungsstation. Die nehmen wir hier gleich mal mit. Und bauen sie zusammen, wenn wir schon mal hier sind. Weiß gar nicht, ich glaube, die bringen uns auch einen goldenen Stein. Ah, ja doch, die bringen uns auch einen goldenen Stein. Sehr gut. Wieder einen. Jetzt haben wir sogar schon 24. Ja, ihr habt schon gesagt, es wird ein langes Let's Play. Das habe ich schon öfters gelesen. Und ja, es wird definitiv ein langes Let's Play. Aber ich glaube auch ein ziemlich cooles Let's Play. Also mir macht das Spiel auf jeden Fall jede Menge Spaß. So, weiter mit unserem Segway hier durch. Besonders schnell sind wir ja nicht. Ich guck mal kurz auf die Karte. Oh, ist noch ein längerer Weg. Ich glaube, da sollten wir uns vielleicht dann doch lieber ein Auto holen. Schauen wir mal, was fährt uns denn hier vor die Nase? Eine Limo haben wir gerade eben schon gehabt, dann nehmen wir doch lieber mal was anderes. Oh, schicker Sportwagen. Jetzt auch gleich unser Sportwagen. Ich finde es auch faszinierend, dass die Autos alle Nitro hier drin haben. Na, einmal durchlassen bitte. Dankeschön. Und weiter geht der Spaß. Wir haben jetzt über 1 Million Stats auch schon. Nicht schlecht. Wir sollten uns mal ein paar Charaktere oder sowas kaufen. Bei Gelegenheit, wenn sie es irgendwie hier gibt. Genau, wir müssen hier rum. Auf die Seite müssen wir rüber zu Mr. Chan. Sorry. Und uns dann die nächste Mission von ihm abholen. Ups, ich dachte, ich komme da rüber. War leider nicht ganz der Fall. So, was müssen wir jetzt tun für ihn? Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir 3 Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.